So. Neuer Abend, neues Glück. Civilization 6, weiter mit Vietnam. Wir haben ja auch die ganze andere Insel zu erobern. Und an sich sind nur noch die, die Türken ein Problem. Aber das Landen auf der Insel war erstmal anstrengend. Also Osmanische Reich. Alle Türken jubeln jetzt, weil ich die Türken mit dem Osmanischen Reich verglichen habe. Da war sich das Osmanische Reich nur über dieses über das Gebiet der heutigen Türkei erstreckt. Das wollte ich sagen. So, letztes Mal habe ich ja den ganzen Schienenverkehr auch ausgebaut. Und ja, war noch irgendwas zu verbinden? Glaub nicht. Doch, da unten fehlt ein Stück. Du musst irgendwas Militär noch rüberziehen. War mal ein Luftwaffenstützpunkt, da gibt es ja auch noch irgendeinen Bonus für. Plattform kommt noch. Hat Jorda eigentlich einen eigenen Stream oder live irgendwas? Er hat mal eine Zeit lang alleine gestreamt. Zwischendurch mal, aber dann immer League of Legends und du weißt ja, was mit League of Legends Streams ist. Also wenn du da keine Cosplayerin bist, die im Kostüm spielt und dann auch noch mittelmäßig gut ist, wird dich keiner gucken, wenn du neu anfängst mit League of Legends. Und Jorde flucht dabei die ganze Zeit, deshalb würde wahrscheinlich, wäre es vielleicht auch nicht so interessant. Weil ich kenne nicht die Anforderungen davon. So, der ist auch verbunden. Ja, im Cosplay-Kostüm, alter Schwede. Was ist denn daran schlimm? Wenn er Bock drauf hätte, kann er es ja machen. So, bleibt da oben mal stehen. Hallo Amadou. Oh Hund, lässt du bitte meine Socken in Ruhe da unten? Ach, das stimmt. Ich hatte die wegbewegt wegen der dämlichen Stadt, ne? Und ich wollte jetzt zuletzt die Panzer fertig bekommen. Beziehungsweise ich produziere gerade die ersten Panzer und die Panzer werden die alle hier plattwalzen. Und du hängst fest.
Das bringt mir doch alles nichts. Das ist wirklich das Einzige, was ich bebauen kann. Du warst so die Tage schon mal da, Amadou. Nee, die Socken rieche ich nach Käse, einfach weiß ich nicht. Der Hund steht drauf. Ich werde nie so richtig verstehen, warum. Sind von 15 Bevölkerung, sollte auch mehr sein. Nein. Aber ich war nicht aktiv, so meinte ich das. Okay. Sind Runden für eine Panzerarmee. Tupac Amaru. Ihr werdet ein Musketier in allen nicht zu verteidigen und ungeschützten Bezirken der Zielstadt. Aber in großen Persönlichkeiten hängen wir ein bisschen zurück. Ich glaube, hiernach würde ich direkt nochmal eins machen mit einer anderen Fraktion. Ups, scheiße. Ah, sehr gut. Das ist meine erste Panzerarmee. Dank wundervollem Schienensystem können wir die auch gut rüberschieben. Ah, das ist noch der Standardpanzer. Hat nur 72 Kampfstärke. Der moderne Panzer wird da besser reinhauen. Ja, Baldur's Gate 3 hat jetzt den Druiden als weitere spielbare Klasse. Aber man kann immer noch nur den ersten Akt spielen. Gold. Danke für das weitere Abo, was verschenkt hast, Credo. Dann nimm den weg für den Flughafen. Noch nie so viele Schienen gesetzt. Credo verschenkt einfach gerne mein Abo. Auch an dich, Amadou.
Mhm. Also, ich werde nie wieder an so einer Stelle an Land gehen. Das könnt ihr mir glauben. Das wäre ich der größte Mumpitz hier an der Ecke. Proof braucht mal 2000 Zuschauer. Und dann? Ich glaube, dafür muss ich mich mehr spezialisieren. Und da muss das Spiel, was ich gerne spiele, auch das Spiel sein, was alle anderen gerne spielen gerade. Mountain Blade 2 war meine. Also war damals ganz gut für ein bisschen Push. Aber die drehen sich ja im Moment ein bisschen im Kreis bei der Entwicklung, leider. Hallo, Big Cool. Grüß dich. Was kannst du? Mehr Produktion fürs Weltraumprojekt und ein Heurika. Was hältst du von Monster Hunter Rise? Ich habe ein bisschen was dazu geguckt und ich habe eine Switch, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir das kaufen werde. Weil da ist ein Spiel, das müsste ich kaufen. Da kommt keiner durch die Tür und sagt, kann ich dir anbieten. Damit eine Maschine reibungslos und vorhersehbar läuft, müssen ihre Teile allgemeingültig und ersetzbar sein. Der Übergang von Ideen zu Ideologien, zu Politik und Aktionen vollzieht sich langsam. So, plus 50% Position für alle schweren und leichten Kavallerieeinheiten. Das könnte mir zukünftig helfen. Was das kostet, müsste ich gucken. Was ist was für ein Spiel? Bei der Flugzeugträger, aber ich mache erstmal das Aluminium. Was ich gerade. Das, was ich gerade spiele, weiß nicht, was Sid Meier's Civilization ist. Es gibt ja 6 Teile. Also kann man halt einen verpasst haben. Es gibt ja keinen Follow-Befehl.
Das ist ein aufwendiger Mod für Three Kingdoms. Ah, für sowas habe ich heute keine Nerven. Da macht mein Herz einen Satz. Du kannst dich da ausruhen, wir haben alles bebaut. Das Spiel des Ziels ist, die Gelenke einer Zivilisation bis zur Neuzeit und der Moderne und der Zukunft zu führen und mit dieser Zivilisation den Mars zu besiedeln. Beim Wissenschaftssieg. Alternativ kannst du auch einfach alle Hauptstädte von jeder anderen Zivilisation einnehmen auf der ganzen Weltkarte. Ich habe einen gefallenen Spion gefangen genommen. Der hat meinen Gouverneur neutralisiert. So, ruht euch mal eben aus an der Stelle. Du kannst dich verbinden mit dem Panzer. Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schnell, wenn ich bin heute nicht perfekt, also nicht so gut drauf. Mit 80 Gold. Kann man sich mit anderen Zivilisationen verbünden? Natürlich kannst du dich mit anderen Zivilisationen verbünden, beziehungsweise du kannst Allianzen eingehen, wodurch sich gewisse Boni erhalten lassen. Produktion 58.
Ach, stopp, zurück. Bevölkerung 13, 14. Ja, du baust den Hafen und du baust die Kanalisation oder kaufst die? Kaufen. 5000 Plazies, 5 besitzen, du bist Millionär. Ja, oder man hat einfach 3 RTX 3090 Karten. Der moderne Panzer wäre einfach besser. Ja, es gibt auch Atombomben. Okay, er hat meine billige Feldkanone getötet. Ja, ja, der General hat seinen ersten Sieg. Juhu! Annehmlichkeiten sind alle schlecht, weil wir schon so lange im Krieg sind. Atombomben kommen meistens vor der Marsbesiedlung. Aber Atombomben sind halt... Ja, wenn du durch eine starke Verteidigung durch musst, sind die halt praktisch. Aber sonst... Geht so. Ja, aber es war ein Feld ohne Modernisierung. Dass es sowas in meinem Reich noch gibt. Du baust Schiffswerft. Du nutzt, also du hast Energie. Bauen wir eine Artilleriearmee. Fünf Runden neutralisiert noch mein Gouverneur, bevor ich den wieder einsetzen kann. Kostet mich eh nur ein bisschen Forschung. Das war seine Aufgabe in der Hauptstadt. Wer ist denn rot nochmal? Das waren die, war griechisches Reich, ne? Nee, kein Wohnviertel.
hatte ich nicht Sanitäter auch zwischendurch erfolgt? Ah, der Versorgungskonvoi. Obwohl, den bauen wir nicht hier, den bauen wir nachher in einer anderen Stadt. Dann bau du nochmal... Ich weiß, du würdest gerne Doppeldecker bauen, aber eine Panzerarmee. Und du baust hier einen Versorgungs... Oh, der braucht 7 Runden hier. Das ändert nicht viel daran. Wie lange brauchst du? 9 Runden. Das macht die Sache auch nicht besser. Dann bau du hier ein archäologisches Museum, weil ich muss auch mal die ganzen Sachen hier aus dem Boden holen. Wenn man auf dem Mars ist, kann man da weiterspielen. Natürlich nicht. Also du kannst dann Surviving Mars anmachen und sagen, das wär's. Nicht Kavallerieabwehr, sondern die schwere Kavallerie an sich. Ja, lass uns doch eine Weltausstellung machen. Was ist das dritte? Diplomatie-Siegpunkte. Surviving Mars ist morgen bei Epic. Umsonst. Kann man sich übrigens schon grabben. Fand ich früher ganz witzig. Männern ihre Rechte und nicht mehr. Frauen ihre Rechte und nicht weniger. Wer will schon Demokratie haben? Also nicht, dass Demokratie was Schlimmes wäre. Aber entweder brauche ich Kommunismus oder den Faschismus. Angreifen lohnt sich für dich nicht. Solange du eh der oberste Gottimperator bist, ist die Politik eh egal. Es hat halt Vorteile, diktatorisch zu sein. Also man... Vor allem in dem Spiel hat das ja überhaupt nichts zu sagen. Es kommt halt darauf an, was für einen Bonus du willst. Ach scheiße. Vor allem habe ich Faschismus genommen, aber eigentlich will ich den Kommunismus haben. Weil ich dann pro Bevölkerung Produktion bekomme. Also Produktionsbonus. Als wenn Kommunismus produktiv war. Nur weil jeder eine Schippe bekommen hat. Das haben die Faschisten auch gekonnt. Gibt es Zukunftswaffen? Ja, es gibt einen riesigen Kampfroboter, den du später bauen kannst. Hört sich so an, als wenn ich dich verarschen würde, aber es ist die Wahrheit.
und mal ein paar Militärpioniere rüberschicken. Ein paar Militärpioniere können auch das zerstörte Land reparieren. Ach, jetzt hat der auch Panzer. Das Osmanische Reich. Eine Welt ohne Radio ist eine taube Welt. So, das habe ich noch nicht erschlossen. Das andere Aluminiumfeld ist aber im Abbau. Und da ist eigentlich nochmal Aluminium. Doch in einer Runde ausgedehnt. Drohne, das wäre gar nicht mal so unpraktisch. Schaffe ich nicht, das sind zu viele Punkte. Ah, Buenos Aires hat nur 4 bei sich drin. Also Gesandte, die ihn auf der Seite halten. Du musst dich mal da im Weg stellen. Hallo Superdusche, schön dich zu sehen. Jetzt hat er meine Artillerie zerstört an der Seite. Beziehungsweise Feldkanone, war ja keine Artillerie. Zu Valheim noch privat. Ich habe die Tage so gut wie gar nichts gespielt. Also gestern und mit Tage meine ich gestern und vorgestern. Vorgestern halt die wie heißt es? Stronghold. Weil ich eigentlich gestern spielen wollte, aber durch Gegebenheiten im Privatleben konnte ich leider nichts machen gestern.
Was, Credo, du hast einen anderen Kanal geguckt? Ich glaube, wir sind in letzter Zeit zu locker mit dir umgesprungen. Du hast die Tage weniger gestreamt als sonst, ja. Du weißt doch, keine anderen Streams soll es neben einem geben. Wenn das mal so einfach wäre, dass 50 Subs mich besänftigen würden. Kriege ich meine öffentliche Ordnung ja auch besser hin jetzt. Der Klassenkampf führt notwendig zur Diktatur des Proletariats. Ach, der bringt nur plus 0,6 Produktion pro Bürger in Städten mit Gouverneuren. Und plus 10% Wissenschaft. Passt schon. Entschuldigung. Rücken bringt mich um, alles bringt mich um. Alle Städte mit zwei Bezirken bekommen plus 1 Annehmlichkeit. Einheitenverbesserungen reduzieren in Kosten. Was? Soll ich fein sagen? Was hast du denn fein gemacht? Wird eh verhungern. Weil du andere Streams guckst. Deshalb werde ich jetzt verhungern.
Danke, Sandra, für dein Twitch Prime-Abo. Nein, verhungern geht ganz langsam. Deshalb, der Progress wird ja im Stream verfolgbar sein. Agent getötet. Schaffen wir nicht, haben zu viel Stärke, ey. Kotz. Ich habe natürlich keine Artillerieeinheit hier. Bevor der Junge verhungert, werden die Eltern jeden Tag vorbeischauen. Ach, die sind inzwischen schon so drauf, dass sie sagen, wir werden ja nicht immer da sein. Und da haben sie auch recht. Ich mag das auch nicht, wenn die Eltern einspringen bei manchen Sachen. Der Vorteil von Computern ist, dass sie tun, was man ihnen sagt. Der Nachteil ist, dass sie tun, was man ihnen sagt. Gewährt Produktion für den Bau von Wundermax mal jedoch die Hälfte eurer derzeitigen Schatzkammer. Reduziert euer Gold im Anschluss um das Doppelte der entstandenen Produktion. Und das finde ich nicht gut. Danke, Credo. So, ihr baut Hochwassersperren. Also für das Verschenken von noch einem Sub. Da habe ich mit meinem Vater die Tage noch gesprochen, weil er meinte, man kann die Hochwassersperren zu spät bauen und dann sind schon alle Felder bei ihm unter Wasser, bevor er in der Lage war dafür. Aber klappt ja trotzdem auch hier. Was war das Unangenehmste, was dir mit deinen Eltern passiert ist? Meine Eltern waren mir noch nie unangenehm. Auch wenn ich sie in der Disco getroffen habe oder im selben Club. Weil die dann einfach mal zufällig da waren, fand ich das nie schlimm. Weil was unangenehm, als mein Vater mit einem Kollegen von mir Dressler getrunken hat und den damit, sag ich mal, getötet hat. Obwohl getötet ist das falsche Wort dafür. Er hat sich halt so viel zugetraut. Dressler trinkt man nicht einfach so. Ich glaube, Dressler ist das, wenn du in der Weinproduktion, also du produzierst ja Wein und wenn du das alles ausgequetscht hast, wird aus diesem Sud das letzte Rest der Alkohol rausgeholt und daraus wird dieser Dressler gemacht. Also ich glaube, es heißt Dressler. Und der ist halt sehr hochprozentig und
knallt halt auch weg. Und mach die Birne hohl. Danke, Kello, für deinen Tier 1 Sub. Dressler kennt Google nicht. Ihr müsst ihr gucken. Oder ist es nicht Dressler? Heißt es anders? Ihr könnt euch sehr korrigieren. Trester mit T. Ich hab's jetzt auch falsch gemacht. Trester sind die vorwiegend festen Rückstände, die nach dem Auspressen des Saftes von Obst, Gemüse oder Pflanzenbestandteilen wie Äpfeln, Weintrauben, Karotten oder Tomaten übrig bleiben. Die Rückstände beim Mahlen und Pressen von Kaffeebohnen für Espresso und Kaffee und der bei der Herstellung von Olivenöl anfallenden Presskuchen sowie die auch Treber genannten Rückstände des Malzes beim Bierbrauen werden ebenfalls als Trester bezeichnet. Beim Weinbau werden die Pressrückstände je nach Landesgegend auch als Tröber oder Lauer bezeichnet. An der Mosel heißt es Bällisch, in der Schweiz Tresch oder Trasch. Nahrungs- und Genussmittel. Aus Traubenresten wird ein Trester-Essig hergestellt. Durch sein herbes, kerniges Aroma eignet er sich für Salate, bla bla bla, das ist es nicht. Insbesondere im Weinbau werden die Trester auch zu Spirituosen verarbeitet. Die bekannteste Trester-Brände dürfen der italienische Grappa sein, der französische Mark und der griechische Zipuro bzw. Raki. Oder auf Kreta Zikuda. Aus gegorenen Traubentrester wird in Österreich ein als Treber, Trebern oder Trebener bezeichneter Treberbrand hergestellt. In der Antike wurde aus dem Trester auch ein billiger Wein, die Lora, gekeltert. Wieder was gelernt. Nicht Dressler, sondern Trester. Entschuldigung. Ich habe mich vertan, deshalb. Es ist schon Jahre her. Und ich habe das Zeug nicht getrunken, weil es hat einfach schon Nasenhaare verbrannt, nur beim dran riechen. Nee, es ist Proof als Wikipedia-Vorleser. Weil ich habe jetzt nur einen Artikel von Wikipedia kurz gefunden. Das ultimative Ende jeder Ideologie ist Totalitarismus. Das will ich nicht, wir aber in die Politikveränderung rein. Ach, die Karten sind nur dafür da, wenn ich mit der Fraktion auch unterwegs bin. Also mit der... Ah, wie heißt das?
mit der Ideologie gerade auch hantiere. Und als Dank haben sie jetzt Werbung rein, Wikipedia. Ich glaube, Wikipedia braucht keine Werbung. Wikipedia braucht immer Spenden, vor allem das deutsche Wikipedia nimmt ja immer reichlich Kapital. Ihr baut alle mal Hochwassersperren. Achso, du hast 50 Euro gespendet an Wikipedia. Das ist Stufe 1, aber was das bringt, du kannst jetzt Emoticons hier schreiben, wenn es ein Only... Also wenn ich den Chat muten würde, könntest du trotzdem schreiben. Als Subscriber. Stimmt gar nicht, als VIP kannst du das, aber man kann Sub-Only... Channel, also beziehungsweise Chat auch einstellen. Und generell hat Credo dadurch mir 2,50 Euro gespendet. Plus 5% Produktion für Militäreinheit, wenn ich den jetzt direkt zur Ruhe setze. Ach, nehmen wir das einfach mal mit. Und das ist einfach das größte Problem an Civilization. Dieses dämliche Truppen an die Front bringen.